ist denn da oben? Oh, hier ist die Polizei direkt neben mir mit Blaulicht. Das ist echt geil. Wer habt ihr jetzt bei euch? BOC. Wir sind mit BOC, ja. Ich muss heute Leute töten. Oh, immer diese Scheiß. Ah. Steig aus. Ja, steig mal alle aus. Ich pack das so um, dass das hier eine Straßensperre ist. Genau. Beim Go-Kart-Händler steht. Ja, der Bulle kommt, kommt auf euch zu. Der Bulle kommt auf euch zu. Polizei mit Blaulicht beim Go-Kart. Das ist Gully. Der kommt jetzt gleich, jetzt 200 Meter von euch entfernt, 400 Meter vielleicht. Straßensperre richten! Polizei, wann war's? Bin im Plan, der ist gleich bei euch drin. Ja, Vorsicht! Wow! Alter! Was Alter, ist das für ein Heizer? Gully. Das sind zwei Leute, einer hinten, einer am Fahrer. Schon wieder rauf. Nach hinten absichern. Ach, stehen drei, wo ist eine Bulle? Stehen mehrere Fahrzeuge. Ja. Hey, wo sind die Bullen? Sound muted. Oh, ich bin gemutet. Sound muted. Oh, ihr Kollege kann auch ruhig mal aufsteigen. So. So, dann wäre ich ihm verbunden, wenn sie einmal die Waffe bitte holstern könnten. Die sollen einen RP mit uns machen, damit wir die Smoke-Granaten bekommen. So, dann, der Kollege kann sich erstmal neben sich stellen. Wie bitte? Wir haben auch einfach nur angehalten, damit sie die Straße hier mal ein bisschen räumen. Hier kommt ja gar keiner durch. Ja, das ist ja beabsichtigt. Wir versuchen ja gerade hier Personal des Terrorregimes der Altesregierung ausfindig zu machen. Und haben hier deswegen diese Straßensperre errichtet. Ich hätte gerne mal ihre Papiere gesehen. Sie wollen meine Papiere sehen? Uiuiui. Gar nichts von unserer Seite aus gerade. Also wir brauchen keine sechs Mann, die auf die Verdächtigen starren. Ja, ich fahre Richtung. Ja, vielen Dank. Der Kollege ist. Der Herr, was steht denn da? Ach, jetzt sehe ich das hier erst. Moment mal gerade. Jetzt sehe ich das hier gerade erst. Das ist ja hier, da steht ja Polizei drauf. Sie gehören ja mit zu diesem kriminellen Regime hier. Bitte? Jetzt sehe ich hier, so auf Ihrem Fahrzeug Polizei steht auf Ihrer Uniform. Sie gehören ja auch zu diesem kriminellen... Noch ein Polizeiwagen. Noch ein Polizeiwagen, Adli. Ah ja, sichern Sie eben ab. Sie gehören ja auch mit zu diesem Regime. Sehe ich gerade. Steht ja Polizei auf ihrer Uniform in ihrem Fahrzeug. Dann bewegen wir uns jetzt natürlich schon in ganz anderen Gefilden. Ne? Da müssen wir jetzt natürlich eine etwaige Strafe ausstellen für Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. So, der Taylor kommt, Jungs. Bitte was? Ja, Sie arbeiten doch bei der Polizei des Terrorregimes von Altes, oder nicht? Sie erinnern sich. Altes, Polizei, Regierung, der AAF. Bitte? Das geht nicht ganz weg. Oder doch auf die Pflege, bitte, Moment. Ah, mein Gott, da krieg ich meinen epileptischen Anfall. Drei hier, zwei sind noch am Umlauf von denen, passt auf. So, ja, dann haben wir, wie gesagt, natürlich immer noch das Problem, dass sie hier, sie können sich direkt mal neben ihren Kollegen stellen, ich denke, sie gehören zu der gleichen Truppe, wenn ich auf ihre Uniform und ihr Fahrzeug gucke. Ja, also wir haben hier das Problem, dass sie offensichtlich alle drei Mitglieder in der illegalen... Kurz aufhören mit ihrem Gelaber, hallo? Hallo, hier stelle ich die Regeln. Wir sind erkennlich. Sound resume. Aufpassen. Bitte? Sound. Hallo, Sie sind hier auf Gebiet der FIA, ja? Freedom and Independence Army, Sie sind hier illegale Einwanderer, mein Freund. Sie sind auf Staatsgelände der Insel Altes. Dieser Staat ist nicht gesetzlich anerkannt. Da steht ganz groß auf den Fahrzeugen drauf. Die Marke wurde Ihnen bereits auch schon gezeigt. Und von daher sind wir hier keine Rebellen etc. oder sonst was, ja? Und Ihre Kollegen können auch ganz schnell aufhören, hier auf uns zu zielen. Das dient nur meiner Sicherheit, schließlich stehe ich hier gerade alleine vor dreien von Ihnen. Und der Kollege weigert sich ja rigoros, die Waffe zu holstern, genau wie der Kollege hier rechts. Ja, warum sollten wir uns eine Waffe holstern, wenn Sie hier mit Pistolen so, um jetzt noch... Weil die Scheiße. Um das Ganze jetzt nochmal deutlich zu machen, ja, die sind jetzt ja Nachzügler hier, der
ja, wie auch immer, ich glaube, Polizeioberkommissar, also sehe ich ja so wie ihre Uniform. Ja. Ja. Dieses Gebiet wird von der FIA kontrolliert, der Freedom Independent Army. Die FIA stuft sämtliche Mitarbeiter des selbsternannten Staates Altes als kriminell ein. Ach, da ist ja direkt noch einer. Achtung, Tempest kommt wieder. Was zur Hölle macht der Tempest da? Ja, demnach sind wir von der Jiangxi Global Solutions im Auftrag der FIA derzeitig hier und führen hier diese Straßenkontrollen durch, um rauszufinden. Ja, das macht mich gerade ein bisschen nervös, weil hier gerade ihre Kollegen scheinbar hier wild durch die Gegend laufen. Wir wollen nämlich nur absolut etwas klären wegen uns. Ja, Sie bleiben bitte hier stehen, ja? Bleiben Sie mal in einer Reihe stehen hier, bitte. Könnten Sie mich irgendwer begleiten zum Kupferhändler? Bin mir gerade ein E-Foot hinterhergefahren. Und ich bin froh, dass ich euch... Würden Sie jetzt mal bitte weiter fortfahren, bitte? Ja, so wie Ihr Kollege wieder hier in Reihen gliedert, wo er hingehört. Wir gleich tun, wir müssen sich nur einen Moment gedulden. Herr Butsch? Ja, was ist das? Ja, und zwar können Sie mich bitte zum... So, gib mir bloß Deckung, ne? Die sind schon ganz schön angepisst. Hätte man mal einen Moment. Ich stehe hinter der Hecke auf dem Fahrzeug. So, um das hier mal fortzuführen, ja? Hallo? Können Sie mal hier bleiben, bitte? Ja, ich höre zu, ich bin der Diensthöfer hier. Ja, ich will Sie bitte alle da haben, wo ich Sie auch sehen kann. Also, die Cops sind so langsam. So, ihr das hier eskaliert, schicke ich auch mal meine Waffen weg. Wir sollen mal ein bisschen Deckung geben. Sound muted. Ja, so. Meine Position ist jetzt nicht gerade die hellste, würde ich sagen. Oh, meine Position ist ganz hell, genau wie die Ihre. Wir stehen alle wunderbar im Licht, wo sie jeder sehen kann. Können Sie jetzt mal bitte aufhören? Hallo, ich möchte jetzt mal gerne das Gespräch hier fortführen. Wir haben wichtige Sachen zu tun hier. Ja, also, um das Ganze zu beschleunigen. Ich hätte jetzt gerne mal Ihre Ausrüstung durchsucht, um zu gucken, ob hier illegale Gegenstände, ob die mit sich führen, die hier nicht gestattet sind. Um das mal ganz klar und deutlich zu formulieren, ich sehe jetzt, dass Sie eigentlich hier alle ganz nette Menschen sind. Unser Auftrag lautet eigentlich, Ihresgleichen zu liquidieren. Seien Sie doch mal bitte ruhig hier hinten, bitte! Mein Gott, Kollegen! So. Ja, da Sie allerdings kooperieren und augenscheinlich nicht mit zu den Leuten gehören, die hier ethnische Säuberungen durchgeführt haben, dafür schätze ich jetzt geradezu freundlich ein. Wäre ich bereit, Ihre Ausrüstung mal zu durchsuchen. Und dann gucken wir mal, dass sie hier schnellstmöglich verschwinden, ehe unser Auftraggeber mitkriegt, dass sie jemals hier waren. So, mit welcher Berechtigung nehmen Sie sich jetzt das Recht her, sag ich mal, mehr zu machen als die Polizei selber? Wer hat Sie dafür beauftragt? Ich meine mal, Sie arbeiten nicht für den Staat. Sie haben keine Berechtigung, jetzt hier irgendwas zu machen hier und schon gar nicht Polizisten zu kontrollieren. Ja, mir deucht, Sie haben mir nicht zugehört. Ja, Sie haben mir nicht zugehört. Sie maßen sich hier gerade Beamten... Sachen an, die Ihnen nicht zustehen. Ganz einfach. Ja, wir sind alle uniformiert, Sie nicht, und Sie sagen jetzt, wir hätten hier irgendwie, sind ausweispflichtig etc. Und Sie wollen unsere Sachen durchsuchen. Versucht das bitte möglichst so abzudecken, dass wir Sie gehen lassen. Sound resumed. Na klasse, toll. Ja, da sind Sie sprachlos, ne? So. Wenn Sie jetzt hier bitte nichts mehr weiter zu tun haben, können Sie jetzt hier dieses Gelände auch weiter räumen, ja? Sie haben ja nicht mal Polizeifahrzeuge, ja, mit Sirenen und es kommt einer auf mich zu, seht ihr den? Ja, Leon. Ich das jetzt nicht ein, das hab ich im Schuss. Warten wir mal gerade, ich krieg hier gerade einen Funkspruch rein, warten wir mal gerade, ja? Einfach eins hört. Machst du den im Schussfeld, den? Ja. Funk aus, verdammt noch dann mal. Geh ich auf die anderen drei. Ja, ich rede mit Ihnen hier. Hey, wie reden Sie denn mit mir? So, boah, der labert mich hier gerade voll blöd an, meine Mann. Sie mit mir reden. Welcher denn von denen? Jetzt? Ja, Sie haben keine Erlaubnis von der Behörde. Ich lass sie doch einfach töten, ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Sie jetzt hier nicht, was wir zu tun und lassen haben. Also eigentlich wollte ich ja ganz freundlich sein, aber irgendwie sinkt meine Bereitschaft, hier das Ganze freundlich durchzuziehen, gerade immer mehr. Ihr macht es einen echt schwer. Also komm, haut ab. Mal ganz ehrlich, beim nächsten Mal knallen wir euch alle ab. Ich hab echt versucht, hier freundliches AP durchzuziehen. Das ist echt mal zum Kotzen, sag ich mal ganz ehrlich. Schönen Tag noch. Jungs, das hat nichts mit RP zu tun, wenn ihr hier versucht. Also, ich erklär's mal. Ich hab's gerade eben dreimal erklärt. Und dreimal hat mich hier Polizei Butsch und Polizei Galli übelst unhöflich nebenbei unterbrochen, weil es nämlich über ein scheiß VoIP over IP super scheiße kommt, wenn die ganze Zeit unterbrochen wird, ja. Ich habe euch ganz klar erklärt, dass, wie man auch bei uns in der Vorstellung im Forum lesen kann, dass wir im Auftrag der FIA, das ist eine Rebellengruppierung in der AMA-Logik, wenn ihr Ahnung von AMA haltet, wüsstet ihr das,
die uns beauftragt hat, hier auf der Insel die öffentliche Ordnung zu stören. Nee, das geht mir gerade auf den Sack. Ich habe hier versucht, freundliches RP rüberzuziehen und hier Polizeioberkommissar macht hier einen auf dicke Hose und labert mich hier blöd von der Seite an. Mal ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Nee, entweder ihr lasst euch das jetzt noch einmal für dummer erklären, weil ich mir gerade echt Mühe gegeben habe, euch das dreimal zu erklären und dreimal ist mir einer ans Wort gefallen. Oder wir lassen es sein und ihr haut ihr einfach ab. Alles auf Video. Danke. Am Sonntag gibt's das alles im Support. Dankeschön. Sound resumed. So, wir können abhauen. Ihr könnt abhauen, warum hauen die nicht ab? Ja, ihr habt ja, war ja gerade die klare Ansage, wir sollen hier weg. Das ist der Name. Zwar, ja, reden wir jetzt gleich drüber. Jetzt rücken wir erstmal ab hier. Ich komme nicht an Fahrzeug wegen Fest Tempest. Ja, komm zu mir in den Fritt. Ich rief zu mir. Vorne, vorne. Ja. Komm. Wie es hier aussieht. Sind alle drin, die bei mir drin sind? Oh, noch Pickup? Nein, da fehlen noch welche. Noch ja, ich bin im. Ich bin dabei. Ich bin Polizist. Mal, ne? Alle Hexen haben. Alle Hexagons sind in dem Fahrzeug. Ja, wir rücken jetzt erstmal ab. Das waren wir aber nicht! Das waren wir nicht, war zurück, war zurück. Tempest. Wir haben Kofferloot. Naja, die Cops sind noch hier. Lass, lass. Oh, sorry. Black Tiger auch, sorry.